So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Nein, Kingdom Come Deliverance. Oh, ich muss echt aufpassen. Als Chemie, falls du eine Flasche Retterschnaps benötigst, kannst du die auch selber herstellen. Okay. Ja, wir haben Retterschnaps getrunken. Ich habe hier mal gespeichert, weil wir doch sehr viel erlebt haben und ich weiß nicht, wo der letzte Speicherpunkt war. Das ist ja auch immer so eine Sache, die so ein bisschen negativ ist. Erstmal reden wir mit der Wache. Nicht? Wir haben nicht mehr Leute, mit denen wir reden können. Viel Gesundheit. Okay, ich muss hier raus. Gibt es irgendwo einen Händler? Okay, ich muss hier raus! Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divish befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Okay, wir haben überall plus eins. Weißt du nicht, wer ich bin, könnten wir machen. Ist die Frage, was hat er für Sachen? Herr Robert hat es gestattet, wäre eine Lüge. Das hier ist auf 7 aktuell, das finde ich gut. Aber wahrscheinlich hat er 5, 8, 6 oder so. Aber ich sage es mal, weißt du nicht, wer ich bin? Öffne das Tor, sage ich. Weißt du nicht, wer ich bin? Jemand, der gleich seine Zähne verliert, wenn er sich nicht verzieht. Scheiße. 14 hat er da. Okay. Ich muss meine Eltern begraben. Das hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Ich lass mir... Achso, was schwebt dir vor? Wir können ihn direkt fragen. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Hm. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Ich versuche, etwas aufzutreiben. Okay, beschaffe dir Thalenberger Rüstung aus der Wachstube über dem Tor. Ich muss hier raus. Wir versuchen es nochmal. Du schon wieder? Hab ich nicht gesagt, ich kriege Ärger, wenn ich ausgerechnet dich rauslasse? Ja, gut. Gibt es einen Händler? Die Armee. Ja. Hätte ja klappen können, nicht wahr? Hätte ja klappen können. So, über der Wachstube. Das war das hier, nicht? Das ist die Wachstube gewesen. So, ich habe ja gespeichert. Oh. Müssen wir warten, bis er weg ist. Ja, das Wetter ist so schön hier. Ja, da links ist schöner. Ja, ja, geh mal gucken. Ja, ja, ja. Ja, spuck nochmal runter und dann nach links. Komm, komm, geh. Komm, wir sollten halt nicht in Sichtlinie was klauen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schlecht, wenn wir das machen würden. Ich finde die Hintergrundgeräusche sehr angenehm, aber auch sehr, sehr leise, nicht? Die kann man aber auch nicht lauter stellen, großartig, ohne dass alle anderen Sachen auch lauter wären. Ich mag es, wenn Spiele so heutzutage eher so eine differenzierte Lautstärke-Regelung hat, sodass ich viel mehr die einzelnen Sachen machen kann. Ich glaube aber, der steht da für ein paar Stunden, kann das sein? Wir reden mal mit ihm. Okay, wir können ihn auch nur wegen der... Armee fragen. Könnten eine Stunde hier einfach mal warten? Oder eine halbe, wegen Sinn? Damit wir nicht den ganzen Tag verduseln? Um 12 ist doch bestimmt Wachablösung. Ja. Okay. Schloss knacken. Ich weiß nicht, ob es das hier war. Wir versuchen es mal. Oh. Aber wie ging das? Ich musste... T, Hilfe. Zum Schloss knacken brauchst du einen Dietrich. Ah, wir müssen immer in diesem Kreis bleiben. Okay. Den Vorgang des Knackens beginnst du, indem du eh beim Anvisieren des Schlosses
gedrückt hältst. Ein Diagramm des Schließmechanismus erscheint, an die richtige Stelle einsetzen. So, dann musst du den Dietrich benutzen, um den Schließmechanismus zu drehen. Okay, wir müssen also irgendwo hier, ne? Hier, und jetzt müssen wir mit D. Das war schon. Das ist kein Dietrich. Ja, da geht schon los, nicht? Da geht schon los. Gut, dass wir gespeichert haben. Und sowas mag ich halt nicht, nicht? Solche. Man lernt was, es geht schief, sofort bestraft. Finde ich halt nicht gut. Deswegen speichere ich lieber bei sowas. Klar, will das Spiel das nicht. Man sollte einen anderen Weg finden, aber. Ja. Irgendwie ist das halt semi-geil, nicht? Wenn man nicht das machen kann, was man will und versuchen kann. Gerade hier, ich will ja lernen, wie das geht. Muss es ja erstmal verstehen, wie das war. Ich glaube, meine Maus ist viel zu sensibel eingestellt dafür. Weil ich bewege ja kaum was. Ich muss mal hier DPI. So, jetzt sind die DPI geringer. Entriegelt. Okay, so geht das also. Keine Bewegung! Ja, genau. Das hat er natürlich gehört. Ah, oh, Mann. Okay, jetzt sind meine DPI auf jeden Fall zu niedrig. Oh. So kann ja kein Mensch spielen. Oh. Ich kann mich gerade jetzt. Okay, ich kann mich gerade nicht bewegen. Okay, vielleicht muss ich warten zum anderen Zeitpunkt. Da oben waren ja auch noch Sachen. Vielleicht sind die besser oder waren die unten? Ne, hier, nicht? Schwer, schwer. Das werden wir nicht schaffen. Langstreckenpfeil? Ey, ich will den Pfeil. Der Eschenbogen? Oh, den Pfeil. Okay. Dann haben wir wenigstens Pfeile, wenn auch nicht viele. Oh. Haben wir noch mehr? Ah, wir sind auch laut, weil wir betrunken sind, ne? Das ist auch noch ein Problem. Dass das keiner gehört hat. Was war da unten? Nicht Schloss knacken. Ah, hier waren auch noch Sachen. Sehr schwer, schwer. Ja, wow. Jetzt haben wir hier noch irgendwas? Ne, nur die, ne? Setzen können wir uns noch. Na, setzen will ich mich nicht. Das heißt, das da oben ist schon die Truhe zum Glück. So, jetzt nochmal. Jetzt ist es woanders. Oh. Hey. Was ist denn das? Hä? Hallo? Ah. Schlosserknacken fehlgeschlagen. Aber es war doch gut. Nee, ich möchte nicht das da lernen. Laden. Schweinerei. Und wir müssen einfach schneller sein, glaube ich. Und so, wo ist es? Da. Hier können wir noch Pfeile mitnehmen, nicht? Okay, diesmal hat er uns nicht gehört, weil er
wir haben vorhin geknackt, als er gerade da lang lief. Weil ich so lang gebraucht habe mit Lesen und allem. Ja, manchmal ist das Timing alles. War hier vorher nicht was drin? Oder war es oben? Dann war es oben, nicht? Mit dem Schwert. Nee. Da. Ah, jetzt ist eine Axt drin und eine Klinge. Okay, das ändert sich also auch. Mit dem Anvisieren ist aber echt manchmal problematisch. Aber klar, in echt muss ich natürlich auch dichter an den Sachen sein, nicht? Um da ranzukommen. Wir können jetzt noch versuchen, das zu knacken. Da auch noch was drin. Auch noch mehr Pfeile. Okay, aber die beiden Sachen hatten wir. Probier mal, wir haben ja noch. Das ist zu kompliziert. Okay, die könnten wir eh nicht. Ah, alles klar. Und hier ist ja kein Bereich mehr, wo wir nicht sein dürfen, nicht? Hier können wir uns ganz legal aufhalten. Okay, das heißt, wir legen den Bogen an. Und die gepolsterte Haube, das. Und den Nackenschutz. Und den Wappenrock. Ich glaube, der Wappenrock ist eigentlich das Einzige, was wir bräuchten. Und jetzt probieren wir uns mal. Guten Tag. Guten Tag. Mein Gott. Hier sind aber auch sehr aufdringlich die Wachen, nicht wahr? Sag mal, schwebt die Burg hier? Nee, ist ein fehlerhafter Schatten. Aber es sieht dadurch so aus, als ob die Burg da schweben würde. Oh Mann, ich bin genau auf der falschen Seite runter, nicht? Muss einmal komplett im Kreis laufen. Ja, kommen wir auch nicht ran. Bei uns gab es noch eine Truhe, die sehr leicht war. Die können wir auch noch probieren, aber das Risiko ist sehr hoch. Will ich eigentlich ungern eingehen, weil dann muss ich das hier auch nochmal machen. Und speichern kann ich ja nicht, weil ich keine Tränke habe. Und schon wieder nimmt mir das Spiel eine Option, etwas auszuprobieren, weil ich nicht speichern kann. Schade. So, mal gucken. Jetzt haben wir noch nicht mit ihm geredet. Beste Grüße. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Sagt wer? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Und das ist komisch, da du ja unsere Farben zu tragen scheinst. Haubertro... Ah, jetzt können wir direkt raushauen. Ich bin Herr Divitch Bote. Ja, das versuchen wir. Stimmt, aber ich bin bloß ein Bote. Herr Robert schickt mich mit einer wichtigen Nachricht nach Hatay. Oh, ist der gut, ist der gut. Mach's gut. Easy. So kommen wir hier raus. Gut. Der einfache Weg ist runterspringen, nicht wahr? Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Ausrüstung. Wir können ja mal gucken, was wir jetzt hier an den Waffen haben. Das ist unsere Axt. So, am besten ist die verlässliche Klinge eigentlich. Aber ich bin echt so ein Bogenfan. Und beim letzten Mal habe ich den Bogen ja relativ spät erst bekommen. Ah ja, da haben wir das. Ich habe keine Pfeile. Natürlich habe ich Pfeile. Wo sind denn die Pfeile? So, Langstreckenpfeile haben wir und verbesserte Langstreckenpfeile. Da haben wir aber nur einen von. Okay, und wir haben nur 29 Pfeile. Ich habe doch Pfeile. Wir können aber wieder Kräuter sammeln.
Lalalala, wir sind ein wichtiger Bote, der Kräuter sammelt. Gut, aber die Waffe besser wegstecken, nicht wahr? So, aber wichtig ist nämlich, wir brauchen die Kräuter im Inventar, damit wir wieder den Perk Blumenmädchen auslösen, damit wir wieder gut duften und ein bisschen besseren Eindruck haben, den anderen Menschen gegenüber, mit denen wir dann reden. So ein bisschen Salbe noch, das dürfte eigentlich reichen, oder? Irgendwo sieht man das bei uns. Wo sah man das? Vitalität plus 2. Oh, wir haben auch noch einen Stärkepunkt zu vergeben und einen Redekunst. Guck mal einer an. Hochwohlgeboren könnten wir lernen. Redekunst ist um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit adligen und wohlhabenden Leuten unterhältst. Kann nicht von der Spezialisierung von niederer Geburt kombiniert werden. Ah, oder ich kann Redekunst um 3 Punkte erhöhen, wenn ich mit Gemeinen unterhalte. Wenn ein Händler falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, um ein Angebot zu unterbreiten. Auch nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Würde ich ungern einsetzen. Ich mag immer im Spielen keine Perks, die mir Nachteile und Vorteile geben. Die setze ich dann immer nicht ein und lasse sie lieber aus. So wie hier auch. Letztes Angebot könnte ich machen, aber ich will eigentlich ja auch nicht falschen. Das gibt ja dann zu sehr falschen, weil das gibt dann auch schlechte Ansehung. Keine Ahnung, Respekt. Der sinkt ja dann. So, die Stärke. Bollwerk. Ah, stimmt. Jetzt haben wir Level 4 und deswegen können wir das einsetzen. Okay, Schildblocken. Oh. Ich wollte einfach nur das Ding ausblenden. Huckepack. Leichen. Achso, das war das. Ah, da wollten wir auch einfach warten, nicht? Weil Leichen tragen, wie oft muss ich das machen? Ja. Die rennen ja nicht weg, die Punkte. Aber wo sehe ich Blumenmädchen? Da oben. Resistent haben wir gerade. Nee, Blumenmädchen haben wir noch nicht aktiviert. Das heißt, wir müssen noch ein paar wohlriechende Kräuter sammeln. Weiß nicht, ob Baldrian wohlriechend wahrgenommen wird. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Kamille, könnte ich mir vorstellen. Oder Löwenzahn. Das Gute ist, die Kräuter, die man sammelt, kann man dann immer wieder verkaufen am Ende. Und wieder neu sammeln. Das gilt und gibt gleichzeitig verlässliches kleines Geld. Aber mit Perks kann man das ja auch erhöhen. Und dann wird man irgendwann reich. Gerade Pilze oder sowas, die ein bisschen seltener sind, können durchaus was wert sein. Ich finde zum Beispiel, wäre cool, wenn man auch beim Sammeln von Pflanzen erstmal einen Fehlschlag hätte am Anfang, weil man die Pflanze zerstört und erst mit höheren Level höherwertigere Pflanzen halt einsammeln kann. Zum Beispiel, weil Salbei feiner geschnitten werden muss. Ist ja in echt auch so, nicht? Ich kann ja nicht einfach jede Pflanze einfach rausreißen. Das zerstört ja unter Umständen dann das Kraut oder das, was ich sammeln will, weil ich einfach zu rabiat bin und muss erst lernen, wie ich das ernte quasi. Das wäre halt eine coole Mechanik, weil so ist halt einfach nur bücken und man hat's. Ist jetzt auch nicht schlecht, nicht? Aber man sieht, man findet immer, wenn man etwas sieht, Dinge, die man anders machen kann, besser machen kann vielleicht in einem Spiel. Ich zumindest sehe das. Viele genießen auch einfach das Spiel und ich denke immer einen Schritt weiter. Das stört viele, gerade wenn man ein Fan von einem Spiel ist, was man für perfekt hält, dann hört man ungerne, dass Sachen besser sein könnten. Das verstehe ich durchaus, aber so wie auch Linux-Leute verstehen müssen, dass Linux auch seine Schwächen hat und Windows-Leute verstehen müssen, dass Windows seine Schwächen hat und Mac-Leute verstehen müssen, dass Mac seine Schwächen hat. Weil es gibt nicht das Perfekte. So ist es auch in Spielen und es gibt immer eine Sache, die vielleicht ein bisschen anders, vielleicht noch ein bisschen besser wäre oder ja, nachhaltiger, weil so, wir haben gerade schon wieder einen Stufenaufstieg, deswegen in Kräuterkunde geht das doch sehr schnell von der Hand. Und wir haben jetzt nicht wirklich viel gesammelt, nicht? Redekunst, Vitalität, Stärke, Gesundheit. Wo waren das bei Fertigkeiten? Okay, erst bei 10 kriegen wir den nächsten, nächsten Punkt. Das heißt, noch ein paar Level dazwischen. Wir haben ja geklaute Sachen an. Es könnte sein,
dass wenn ich bei dem Wachen vorbeikomme mit den geklauten Sachen, die mich einkassieren. Oh, ich komme hier nicht über den Berg. Deswegen würde ich da von mal Abstand nehmen. Unsere Aufgabe ist es, einfach auch nach Scarlet zu gelangen. Gut. Ich würde sagen, wir laufen einfach. Ah, ich sollte vielleicht aber einen Händler aufsuchen, wo ich das nochmal verkaufen kann, nicht wahr? Wir sind nämlich gerade überlastet fast. Ah, die stehen so verdächtig auf dem Wegen, die Wachen, dass ich denen nicht über den Weg laufen möchte. Hallo Emma. Hallo Hugo. Oh, was haben wir denn hier? Johanniskraut. So schön auf einem Haufen. Und überladen. Ja, gut. Noch nicht viel. Da geht noch was. Ja, eigentlich müssten wir die Hehlerware auf jeden Fall loswerden. Und das hier fand ich mit einer der schöneren Momente im Spiel, nicht? Ein sehr schöner Anblick dieser Teich. Ah, ich kann nicht mehr springen. Und in Manorlords, wer das kennt, sollen auch demnächst Teiche eingeführt werden. Mohnblume. Oh, guck an. Da bin ich mal gespannt. Beinwell. Weil die sahen auch sehr gut aus. Ich könnte mir das Spiel hier auch sehr gut in der Unreal Engine 5 vorstellen. Aber hängen muss man immer so aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Ich glaube, auch manche Händler rufen die Wachen, wenn man ihm verkaufen wollte, ein paar Sachen. Die Hehlerware sind, nicht? Weiß nicht, wie es da so war. Ich möchte ungern von der Wache getötet werden jetzt und nochmal alle Kräuter sammeln müssen. Disteln. Aber man kann echt schon viel Pflanzen sammeln. Das ist schon geil gemacht. Brennnesseln. Ja, die kennen wir schon. Guten Tag, die Wache ist da. Wer ist da? Antworte. Die Wache. Wir sollten uns vielleicht einmal vorher waschen. Wir sind hier durch den ganzen Modder gelaufen. Wir sehen bestimmt aus wie nix. Ey, ey, hallo. Olena. Hallo? Hallo, ich bin die Wache. Hallo? Okay. Wen haben wir da? Dorfbewohner. Gelobt sei Jesus Christus. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Votava, so ein zaundürrer Geselle. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er kauft alles, was von Wert ist. Und würde sogar seine eigene Großmutter verhökern, wenn er sie nicht längst verhökert hat. Okay. Also gibt es nur den einen Händler? Das wäre schlecht. Was haben wir denn noch hier für Orte? Da links und da hinten. Gucken wir mal, ob wir da mehr Erfolg haben. Ich hoffe, hier gibt es auch keine Wachen. Einmal hier durch. Was kriegen wir hin? Guten Tag, die Herren. Dorfbewohner. Ja, ja, ist ja gut. Ja, bist ja ein ganz feiner. Wer ist da? Ja, wer ist da? Die Wache. Oh. Hallo? Was ist das? Hallo, was ist das? Ihr habt mich doch gesehen. Unterkunft. Ah, guck an. Dorfbewohnerin.
Dorfbewohner Martha. Guten Tag. Guten Tag. Schlafplatz, lass uns handeln. Was kaufst du denn? Erstmal das, was nicht mehr so haltbar ist, ist immer wichtiger. Das Brötchen essen wir, Linsenbrei essen wir. Wir haben eh ein bisschen Hunger. Die Klinge, sie hat gar nicht so viel Geld, nicht? Doch, 176. Das heißt, wenn wir das hier in den Warenkorb packen, können wir 120 schon bekommen. Die Bartaxt weg? Ich weiß nicht, ob sie geklaute Gegenstände nimmt. Ich denke mal nicht, oder? Wird sie aber das erkennen? Ist ein Risiko, oder? Ich mach's lieber nicht, oder? Aber ich kann ihr Kräuter verkaufen. Mach's gut. Das wäre vielleicht eine bessere Sache. Das grüne Hemd, das sollten wir wieder anziehen und so. Und unsere Stiefel. Questgegenstände sonstiges. Baldrian. Dem Beinwell. Die Brennnessel. Die Distel. Ja, das sind jetzt alles nicht Werte, nicht? 12. Ich glaube, da hätten wir mehr Glück, wenn wir einen Kräuterhändler finden würden. Aber ich weiß nicht, ob hier jetzt in der Nähe ein Kräuterhändler ist und ich bin überladen. Deswegen hauen wir lieber das mal raus. Da hätten wir 10 Wingsing gewonnen. Ich meine, der rote Kapuzenschar ist relativ kaputt. Verkaufe ich. Den Käse, 1,1 nur bei ihr. Also hier ist Käse nicht viel wert. Grüne Hemd, 2,3. Achso, der ist ausgerüstet. Okay, Beinlinge behalten wir mal an. Die Böttcher-Axt könnten wir verkaufen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Die ist zwar gut vom Wert her, aber sie wiegt halt viel und wir haben eine Bartaxt. Aber okay, die ist geklaut, nicht? Die Schwerter auch. Okay. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Wollen wir 2 mehr haben? 24,5 klingt gut. Wie wär's damit? Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Sie sieht sehr motiviert aus auf jeden Fall. Boah, sie ist richtig pissig. Endlich eine vernünftige Summe. Ja, ja, ist okay, ist okay. Mein Gott. Oh, die Wache läuft ja aber auch ständig rum. Wer bist du? Schankmaid. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Gibt es hier irgendwo einen Händler? Lass uns handeln. Ah, vielleicht hätte sie eher die Kräuter genommen. Oder mehr bezahlt dafür. Okay, aber hier wären 2 Händler mit Geld. Guck mal, und hier sind wieder Würfel. Könnten wir also würfeln. Hallo? Die Tür sieht so neu aus, nicht wahr? Was haben wir da? Äpfel? Können wir Äpfel mitnehmen lassen oder ist das wieder Diebstahl? Stehlen. Gut. Wenn wir es klauen und essen, gibt es keinen Beweis, dass wir es geklaut haben. Aber apropos Beweise, dass wir was geklaut haben und wir haben Hunger. Wir sollten unbedingt die Sachen essen hier. Und so. Noch eine Breze hinterher? Nee, die heben wir noch auf. Oh, wir müssen wieder gut riechen. Und das Spiel wiederholt sich, nicht wahr? Ich muss echt aufhören, jetzt am Anfang so viel Kräuter zu sammeln. Ich werde immer wirklich nur so viel, dass ich Blumenmädchen kriege. Und dann eskaliert es meistens. Noch haben wir es nicht. Was könnte man noch sammeln? Dung? Nee, Dung ist blöd. Da hinten. Baldrian nochmal. Löwenzahn, auch gut.
Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Was ist das? Das kann man nicht sammeln. Jetzt haben wir ihn. Da ist er. Okay. Und hier ist dann noch eins. In dem Wald rein, dem Weg entlang. Okay, hier ist irgendwo ein Weg. Dann gehen wir mal auf den Weg rauf. Da ist er ja schon. Dann gucken wir mal, wer hier oben haust. Ah, guck mal. Wir kriegen die ersten schönen Aussichten über die Hügel und Felder. Guten Tag. Margit. Der Gerber wohnt hier. Oder der Jäger? Jäger! Es riecht ganz formidabel hier. Wildhüter Nikolas. Ah, Ausbilder. Hier können wir üben. Jagen und Hundemeister können wir bei ihm lernen. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Mal gucken. Selbstverständlich. Anfänger, etwas fortgeschritten. Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Wie teuer? 60. Vielleicht ein anderes Mal. Alles Gute. Okay. Aber was hat er vielleicht zum Verkaufen? Die Kunst des Aufbrechens. Was machst du denn? Thema Jagd. Eine Schatzkarte, aber auch teuer, nicht? Rüstung. Schatzkarte Nummer 18 hat er. Na gut, dann würde ich sagen, auch wenn wir überladen sind, machen wir uns auf den weiten Weg nach Skalitz. Über Felder und, ja, Hügel. Schafft ihr ein Pferd? Okay. Ah, wir werden hingeportet. Ja, ein Pferd, wir brauchen schon ein Pferd. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Ich muss mal gucken, ob man sich die Quests irgendwie einblenden lassen kann. Und da ist Garlitz. Das heißt, wir sind gerade bei den Roffena. Okay. Pferd haben wir nicht geschafft. Mein Gott. Heimkehr. Ja, wir können die jetzt plündern. Die haben alle ein bisschen Gold und sowas. Manche haben auch noch lecker Essen dabei. Okay, aber weiter gibt's hier erstmal nichts. Sehr schöne kleine Kapelle übrigens. Also bis auf das da vorne ist sie sehr schön. Aber man kann leider nicht rein. Aber teilweise haben die originale Burgen und Kirchen und sowas nachgebaut, die es zu der Zeit mal gab, nicht wahr? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter.
Weiß gar nicht, ob wir in die Richtung dürfen. Glaube nicht. Oder wie weit wir in die Richtung dürfen. Relativ weit. Ich meine, hier steht hier noch einiges. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Das sieht nicht so aus. Und selbst wenn, hätten wir keinen Dietrich, glaube ich. Ja, okay, wir waren schon lange nicht mehr. Es ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall ein schöner Blick auf den Heiligen Stuhl. Was für ein Wortwitz. Ich möchte aufstehen. Danke. Ja, hier ist nix, oder? Ich meine, eine Axt oder so. Dann sind nur Felder. Von da kommen wir ja quasi. Und sonst sehe ich hier auch niemanden. Nee. Das ist auch eins der wenigen Spiele, wo ich nicht dauerhaft rennen will, nicht? Sonst verleiten Spiele meistens dazu, einfach ständig zu Shan Salarebe David zu rennen. Da oben ist noch ein Haus. Da können wir nochmal gucken gehen. Na, ist auch zu. Da oben geht's in den Wald. Da wollen wir auch nicht hin. Wir wollen ja nach Scarlet. Die letzten glühenden Überreste. Oh Gott. Wenigstens ist der Bach noch schön. Der spürt alle Sorgen davon. Oh, der Bach. Es war mal eine schöne Ecke hier. Was hat er denn so bei? Groschen. Wow, ein Groschen. Naja. Ein Groschen kann man ja mitnehmen. Aber Trockenobst und Karotten und sowas nicht, das nehmen wir nicht mit. Wir haben nicht Hunger. Er hat eine Axt dabei. Die ist natürlich was wert. Und vielleicht können wir die auch noch gebrauchen. Ich glaube, Waffen hatten auch eine Haltbarkeit. Nicht, dass unsere Waffen nämlich kaputt gehen. Überall liegen sie. Gütiger Gott. Das ist der Köhler. Er hat noch versucht zu entkommen. Hey, er muss doch unser Geld dabei haben. Alles schon geplündert und geraubschatzt. Ist er weggerannt? Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan?
Oh, Verbände. Ja, Verbände brauchen wir. Ich kenne mich, die brauche ich. Hier bei der Wieso muss man immer aufpassen, dass nicht irgendein Bach auftaucht, in den man dann reinstürzt und stirbt. Okay, meine Ausdauer ist weg. Da ist die Burg. Wir laufen also richtig. Und ich weiß, irgendwo gab es hier... Ich glaube da oder da. Die habe ich nie geschafft. Da gab es noch ein paar Gegner. Aber ich habe, glaube ich, keinen Speicherschnaps mehr dabei. Sodass ich sagen könnte... Doch, 6 Retterschnäpse. Ich könnte hier also auch einmal speichern. Und wir könnten versuchen, die zu erledigen. Ich weiß, 1 oder 2 kriege ich hin. Mit viel Glück. Aber da hinten sitzen dann 3 zusammen. Da kann ich mich noch richtig gut erinnern. Da habe ich Stunden versucht, die 3 zu erledigen. Aber es hat nicht geklappt. Ah, Schlossknacken. Ja, hätten wir mal einen Dietrich mehr mitgenommen. Aber für 14 Taler. Auch nicht möglich gewesen. Oh, wir waschen uns nochmal. Ja, aber hier liegt, glaube ich, nichts mehr. Die Sache ist, ich glaube, wenn ich ins Dorf gehe, dann bin ich im Dorf. Oh, ein Groschen. Es sind unsere Glücksgroschen. Ich glaube auch, die Fackel wäre gar nicht so schlecht, eine zu haben. Oh, Verbände. Ja, also wenn wir was machen, dann müssten wir es jetzt machen, nicht wahr? Man sieht ja, dass es bewohnt ist. Es brennt ja nicht. Genau, hier hinten sitzen die dann nämlich zu viert an so einem Tisch oder so. Und die kommen leider dann alle gleichzeitig. Da sitzen sie, glaube ich. Ja. Da sieht man schwer. Und einen Hund haben die auch noch. Das ist schon hart. Die ersten 2, 3 kann man mit dem Bogen anlocken, indem man sie trifft. Dazu muss man sie treffen. Man hat ja keine gute Bogenausbildung. Ich glaube, das führt halt zu nichts, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Aber hierhin war ich, glaube ich, nie deshalb. Was mich wundert, eigentlich, soweit ich mich erinnere, saßen aber überall Plünderer, die ich jetzt noch nicht mitbekommen habe. Ah, hier war ja Theresas Ding, nicht? Die wir gerettet haben. Zumindest erstmal augenscheinlich. Wahrscheinlich gibt es so viele versteckte Sachen, die man einfach übersieht, weil es einfach so riesig ist. Obwohl man alles abzieht. Zuerst muss ich hier noch etwas erledigen. Okay, Gott, ich wünschte, ich könnte weg. Ja, wir erledigen das ja. Da ist ja der andere Aufgang, wo wir das Pferd geholt haben hier. Den gehen wir jetzt einfach hoch.
Ich würde ungern von vorne durch die Haupttür gehen. Ich habe da so ein ungutes Gefühl bei. Ich meine, da ist auch noch ein ganzes Dorf, was man erkunden könnte, nicht wahr? Aber ich würde sagen, was sich hinter dieser brennenden Garnison verbirgt und ob der Regen aufhört, das werden wir in der nächsten Folge erleben. Ich laufe hier weiter den Hügel hoch und sage bis gleich.